Ich bin in den Wald reingeflüchtet, hier in einer Einsiedlerhütte. Es gibt hier kein fließend Wasser und versuchen wir jetzt einfach mal hier ein paar Tage auszuharren in dieser schönen Hütte und machen jetzt erstmal ein Feuer. Dann muss ich noch Wasser holen, um mich mal zu waschen. Und dann werde ich vielleicht ein paar Landschaftsfotos machen. Ja, jetzt geht es erstmal zum Wasser holen. Da hinten ist eine kleine Quelle. Ja, und so ist es halt in der Einöde. Hier gibt es Frischwasser. Also nachdem ich hier mit meiner Hausarbeit fertig bin und auch Zähne geputzt und Gesicht und Hände gewaschen habe, werde ich den Berg runter wandern, weil ich habe da oben Bahngleise gesehen und ich denke mal, wenn die Züge von vorne kommen, kann ich ein ganz schönes Zugfoto machen mit der Brennerautobahn im Hintergrund und da nehme ich euch jetzt mit und seid gespannt, ob es was wird. Ich weiß es auch noch nicht. Ja, und es gibt ja diese Trainspotter, die ja nichts anderes machen, außer Züge zu fotografieren. Die werden bestimmt auch begeistert sein von dem Spot da unten. Aber für mich ist das heute, wie gesagt, das erste Mal, aber mal schauen, ob ich was rausholen kann. Ja, bei 2 Grad Außentemperatur und Wind ist es kein Spaß, aber es muss sein. Also jetzt kommt mit, wir fotografieren jetzt Züge. Diese Schienen eignen sich richtig geil, um einen Zug zu fotografieren. Ich bin da kein Experte, mache das jetzt wirklich das erste Mal, einen Zug in voller Fahrt eigentlich zu fotografieren. Und fand es jetzt schon mal beim Herkommen richtig schwierig, die richtige Position, also mal meinen Standpunkt zu wählen. Was ich jetzt beachtet habe, ist, dass die Sonne von da oben kommt. Und ich möchte den Zug ja fotografieren, wenn er auf mich zukommt. Das heißt, die Sonne kommt von rechts oben. Der Zug ist somit schön angeleuchtet. Und ja. Im linken Bereich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, befinden sich ziemlich hässliche Hütten und Häuser. Baustelle ist da auch zu sehen. Jetzt muss ich die Kamera irgendwie so ausrichten, dass ich die Gleise ein bisschen was von der Natur aufnehmen kann und auch die Brennerautobahn im Hintergrund. Jetzt zu den Einstellungen. Mai, ich weiß, dass ich eine schnelle Verschlusszeit brauche. Das wird so 1/500 oder 1/600 irgend sowas sein, dass der Zug auch wirklich in voller Fahrt scharf aufgenommen werden kann. Und dann denke ich, hängt es sehr mit dem Timing zusammen. Ich habe eine 9er Blende gewählt, um den Zug und den Hintergrund auch einigermaßen scharf einfangen zu können. Es kann ja gut sein, dass einige von euch schon öfter Züge fotografiert haben. Schreibt gerne in den Kommentaren unten rein, was für Einstellungen ihr denn so verwendet, weil wie gesagt, für mich ist das heute das erste Mal und bin über jeden Tipp dankbar, weil ja, vielleicht kann man diese Sache Züge fotografieren auch noch ausbauen. Hat ja auch was mit Landschaftsfotografie zu tun und es passiert auch noch was. Also ich denke, es ist ein anspruchsvolles Foto. Ich habe jetzt auch nicht ewig vor, hier rumzustehen. Ich warte jetzt auf den Zug, wenn er kommt, kommt er und dann mache ich mein Foto. Und ja, bin auch wieder mal gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie ich meinen Fokus setzen soll. Soll ich ihn manuell setzen auf den Punkt, den ich eigentlich fotografieren will? Oder wähle ich den Automatikfokus und schaue einfach, dass die Kamera den Zug in der Bewegung einfängt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde manuell setzen. Keine Ahnung, was besser ist. Ich habe auch nur einen Versuch. Die Ampel hat jetzt gerade auf grün geschaltet. Jetzt kommt er. Jetzt geht's los, der Zug kommt. Jetzt geht's los. Okay.
Oh, das ist gar kein Zug, das ist nur eine kleine Lok. Scheiße. So, jetzt warte ich ab. Also ich habe mich jetzt doch nochmal für einen anderen Standort entschieden und ich werde auch das Foto jetzt ohne Stativ machen. So bin ich einfach näher an den Gleisen und näher an dem Zug dran. Und ja, den Brenner, also die Brennerautobahn, die Brücke hinter mir, kann man auch so ganz, ganz gut in dem Bild sehen. Und das wird jetzt mein Foto werden, wenn dann endlich mal dieser Zug wiederkommt. Jetzt kommt der Zug leider aus der verkehrten Richtung. Aber jetzt so nach 2,5 Stunden nehme ich wenigstens das Foto noch mit. Schieße es jetzt aus der Hand und auch im Hochkantformat. Das ist echt der Wahnsinn, wie lange man hier warten muss, bis irgendein Zug kommt. Das ist also, ist nichts für mich. Ich werde kein Trainspot oder Trainspotter-Fotograf werden. Jetzt geht's endlich ab, jetzt geht's zur Sache, jetzt kommt der Zug von vorne. Signal steht auf grün. So, jetzt suche ich mir meinen Bildausschnitt aus. Und lass dabei den Berg von rechts oben ins Bild reinlaufen. Ja, das könnte ein schönes Bild werden. Okay, der Zug kommt, jetzt geht's los. Ich bin in der Waage, gleich kommt er. Gleich kommt er. Das Warten hat sich gelohnt. Yes, ich habe ein paar schöne Fotos gemacht. Endlich hat es geklappt. Also Leute, wenn ihr Zugfotografen, Trainspotter seid, schreibt gerne unten in den Kommentaren rein, was hätte ich besser machen können, wie fotografiert ihr eure Züge. Ansonsten sage ich jetzt Servus, Ciao, hier aus Österreich. Ich gehe jetzt wieder hoch in meine Einsiedlerhütte, hole Wasser, mache wieder Feuer und alles geht von vorne los. Euer Sigi, bye bye.